Dass es der Hotellerie im Augenblick auch nicht besonders gut geht, das wisst ihr vermutlich. Wombats Hotel, die machen allerdings das Beste aus der Krise. Nicht nur, dass sie Fuck 2020 draufschreiben, sondern noch ein richtig spannendes Bier ist dabei rausgekommen. Wieso, weshalb, warum? Darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid richtig neugierig auf das Bier, das ich euch eben gerade schon mal hier in die Kamera reingehalten habe. Es geht um das Wavebreaker, ein Collab zwischen dem Brauwerk und Wombats Hostels. Und ja, jetzt werden ja viele denken, ja, es ist Wombats Hostels auf die Idee gekommen, hahaha, und hat beim Brauwerk ein Bier bestellt. Ist ja auch schon passiert, dass Firmen das gemacht haben. In dem Fall ist es allerdings nicht so, sondern es ist eine echte, waschechte Kollaboration zwischen dem Otterkringer Brauwerk und Wombats Hostel hier in Wien. Das ist ein Projekt, was auch ausgerollt werden soll. Erstmal nach Deutschland, glaube ich, dann nach London auch und vielleicht auch ganz über Europa. Es ist ein Pale Ale. Und das soll auch so bleiben, das sollen immer Pale Ales sein in dieser Wavebreaker-Serie. Das ist nämlich der Name dieses Bieres. Und man will nicht nur ein bisschen die Corona-Wellen brechen, sondern auch vielleicht ein bisschen an Festivals erinnern, wo ja die Wavebreaker dann auch die Zuschauermassen voneinander trennen. Hier steht noch Best Served Masked und The Safe Side of Ale. Also man hat schon ein bisschen Augenzwinkern bei der ganzen Geschichte mit dabei. Und das alles noch sehr bunt und sehr spannend. Und jetzt schaut man mal hinten drauf und liest dann auf einmal Kreativbier, Vollbier mit Lavendel. So, und jetzt kommt ihr. Wie viele Lavendelbiere habt ihr schon getrunken? Ging mir ähnlich, als ich dieses Bier aufgemacht habe. Wie gesagt, Pale Ale mit Gerste und Weizen. Und 5,0 Volumenprozent, 12,2 Plato. Und das ist auch schon alles an Informationen, was ich habe. Kurzer Blick auf die Bottle Cap. Jetzt müssen wir das Ganze einfach mal uns anschauen. Ich war ja neulich bei Otterkringer zum Podcast eingeladen. Der kommt übrigens auch die Tage. Kriegt er dann nochmal gesonderte Informationen. Und der Mike, der hat sich gedacht, boah, was kann da nicht alles passieren, wenn man jemanden ohne Bier, ohne Heimwegsbier heimschickt, und hat mir das noch mitgegeben. Und ich war ehrlich gesagt sehr überrascht. Und boah. Also das riecht schon richtig fruchtig und lavendig. Fangen wir mal einfach mit dem Aroma an. Also es hat eine richtig kräftige Fruchtnote, so ein bisschen ja, leichte Zitrusnoten, aber eher auch so ein bisschen Steinobst. Und darüber hängt dann eben so eine ganz frische Lavendelnase. Und das muss man, das ist natürlich auch fairerweise, das muss man dazu sagen, das muss man mögen. Aber ich finde es grandios. Hat auch eine leichte Süße mit drin. Und ja, das ist eine schöne, tiefgoldene, hellere Bernsteinfarbe. Schöne, gleichmäßige Trübung auch. Schaum ist eher überschaubar, war eben ein bisschen mehr. Jetzt habe ich vielleicht zu viel geredet. Haftet aber auch herrlich am Glas. Und Kohlensäure, dafür ist es, glaube ich, zu trüb einfach. So, gerochen haben wir schon in diesem Sinne. Cheers. Und das finde ich das Spannende. Es riecht deutlich mehr nach Lavendel, als es nach Lavendel schmeckt. Fairerweise muss ich auch wieder sagen, gut so, weil die Nase ist schon relativ intensiv und das ist schon ein bisschen der Aha-Effekt. Wenn jetzt das Bier noch genauso intensiv und dominant nach Lavendel schmecken würde, ich weiß nicht, ob das dann mein Herz noch erwärmen könnte. Aber so ist es richtig angenehm. Ist ein leichter, auch so ein bisschen kräutriger Lavendel-Geschmack mit drin. Das Kräuterige kommt aber vermutlich eher auch über den Hopfen. Ansonsten schöne Frucht, ein bisschen Zitrusfrucht. Auch wieder tendenziell so ein bisschen Steinobst mit drin. Angenehme, schöne mittlere Bittere, wobei ich glaube auch, dass die mit dem Lavendel so ein bisschen korreliert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bittere Gefühl wird durch den Lavendel auf wundersame Weise ein bisschen verstärkt. Hat ein schönes Mundgefühl, was nicht zuletzt auch
durch den Weizen kommt, der dem Ganzen ja noch ein bisschen mehr an Wumms mitgibt. Zumindest was den Körper angeht. Und hat einen schönen mittleren Körper. Kohlensäure ist auch eher im mittleren Bereich. Hat so eine ganz leichte, ölige Textur. Und hinten raus, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen trockener. Das, was vorher noch so ein bisschen mit Fruchtsüße so den Gaumen umspült hat, ist jetzt tatsächlich einer sehr kräutrigen, doch sehr, nicht dominant, aber doch prägnanten, bittere Gewichten. Ich würde jetzt mal sagen, gefühlsmäßig hat das Bier so irgendwo 35, 40 Bittereinheiten und die stehen dann aber ziemlich solitär da. Der Lavendel ist so das durchklingende Thema, wird aber auch hinten tatsächlich ein bisschen weniger und es bleibt so diese kräuterige Hopfennote, die nur leicht unterstützt wird, noch von ein bisschen Weizenmalz und wie gesagt, angenehmes Mundgefühl und tolle Vollmundigkeit, richtig schönes Bier. Lavendel muss man mögen. Das ist, glaube ich, Voraussetzung für dieses Bier. Wenn man es mag, dann ist es eine richtige Granate. Wavebreaker von Brauwerk und Wombats Hostels von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Wavebreaker aus dem Hause des Brauwerks und Kollaboration zusammen mit Wombat Hostels. Und wenn ihr mal bei den Wombat Hostels absteigt, dann sollte es es dort geben. Ansonsten, glaube ich, im Otterkringer Shop zu kaufen und nicht im Handel. Das ist, glaube ich, auch die wichtige Message. Also da muss man schon in eine der beiden Hotspots, entweder Wombats Hostels oder Otterkringer Shop gehen, um das Bier zu haben. Aber ich glaube, der Weg lohnt sich und ist eine mal ganz andere Geschichte. Aber ich finde, wenn man sich darauf einlässt, kann man das durchaus trinken. Mich würde eure Meinung interessieren. Ja, und vor allem, kennt ihr andere Lavendelbiere? Dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich noch, wenn ihr noch kein Abo habt und genau jetzt mal hier hinten auf Abonnieren klickt. Dann lasst ihr ein bisschen Unterstützung auf dem Kanal und darüber freue ich mich sehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.